Herzlich willkommen zum 10. Teil meiner 16-teiligen Videopodcast-Reihe Österreichische Politik, politische Bildung für Einsteigerinnen und Einsteiger leicht gemacht. In der Videobeschreibung hier unten sind die anderen Teile verlinkt. Ein Bundesstaat wie Österreich besteht aus mehreren Gliedstaaten, wie in Österreich sind das die 9 Bundesländer. Die wahlberechtigten Bevölkerungen der Bundesländer wählen in der Regel alle 5 Jahre, in Oberösterreich alle 6 Jahre den Landtag mit seinen Abgeordneten. Der Landtag wiederum wählt den Landeshauptmann, die Landeshauptfrau. Diese werden dann, nachdem sie dem Bundespräsident unter anderem versprochen haben, die Gesetze der Republik Österreich einhalten zu wollen, von diesem angelobt. Die Landtage beschicken auch den Bundesrat, die Länderkammer, mit Abgeordneten, welche die Interessen ihres Bundeslandes vertreten sollen. Die Anzahl der Abgeordneten, die ein Landtag, also Bundesland, in den Bundesrat entsenden kann, ist abhängig vom Ergebnis der letzten Volksabstimmung und damit der Anzahl der stimmberechtigten Menschen im Bundesland. Die in den Landtag gewählten Politikerinnen und Politiker werden als Landtagsabgeordnete bezeichnet. In Wien entspricht der Gemeinderat gleichzeitig dem Landtag. In Oberösterreich finden durchschnittlich einmal im Monat Sitzungen im Linzer Landhaus statt. Die Landtage sind Teil der Legislative, der sogenannten Gesetzgebung. Die Abgeordneten zum Landtag beschließen für ihr jeweiliges Bundesland die Landesgesetze. Diese dürfen den Bundesgesetzen, die für ganz Österreich gelten, nicht widersprechen. Die Abgeordneten der Landtage wiederum wählen den Landeshauptmann und die Landesräte und bestimmen somit die Mitglieder der Landesregierung ihres Bundeslandes. Der Landtag und seine Abgeordneten haben als weitere wesentliche Aufgabe, die Arbeit der Landesregierung zu kontrollieren. Sie haben deshalb unter anderem die Möglichkeit, an die Mitglieder der Landesregierung mündliche oder schriftliche Anfragen zu richten. Die Abgeordneten werden in sogenannten Landtagswahlen von den wahlberechtigten Bürgerinnen und Bürgern der Bundesländer bestimmt. In den meisten Bundesländern alle 5 und zum Beispiel in Oberösterreich alle 6 Jahre. Die Landesregierungen sind ebenso wie die Bundesregierung Teil der Exekutive, der Vollziehung der Gesetze. Eine Regierung kann also keine Gesetze beschließen, sondern muss jene Gesetze ausführen, die von der Legislative, bei den Bundesländern sind dies die Landtage, beschlossen wurden. Eine Landesregierung besteht an der Spitze aus dem der Landeshauptmann oder Landeshauptfrau und 2 Stellvertretern, Stellvertreterinnen. Die Tätigkeit der Landesräte kann mit jener der Minister, Ministerinnen der Bundesregierung verglichen werden. Jeder Landesrat, jede Landesrätin hat ein oder mehrere bestimmte Aufgabengebiete, wie zum Beispiel die Bildung oder Wirtschaft. In den österreichischen Bundesländern gibt es 3 Arten von Landesregierungen. In einer Konzentrationsregierung ist jede größere Partei ab ca. 9% der Stimmen in der Landesregierung vertreten. Bei einem sogenannten Proporzsystem werden, je besser das Wahlergebnis einer Partei bei den Landtagswahlen ist, auch mehr Politikerinnen und Politiker dieser Partei Landesräte. Bei einer Koalitionsregierung sind nur jene Parteien in der Landesregierung vertreten, die gemeinsam über eine Mehrheit der Stimmen im Landtag verfügen und ein Regierungsübereinkommen beschlossen haben. Hier siehst du als Beispiel Personen mit einer besonderen politischen Verantwortung im Bundesland Oberösterreich. Von besonderer Bedeutung sind in jedem Bundesland der Landtagspräsident, der Landeshauptmann, die Landeshauptfrau und dessen Stellvertreterinnen und Stellvertreter. Danke für deine Aufmerksamkeit und wir sehen uns sicherlich gleich wieder im 11. Video meiner Videopodcast-Reihe Politik vor deiner Haustür, der Gemeinderat in Österreich.